Streame jeden Track, den du willst und unterstütze deine Lieblingskünstler mit SoundCloud Go Plus. Mit der Offline-Wiedergabe kannst du unbegrenzt Tracks herunter... When it hurts like this. I'm
Einen wunderschönen guten Morgen hier im Livestream OMSI 2 BBS mit mir, dem Marc. Einen wunderschönen guten Morgen. Wir fangen an. Ein bisschen OMSI. Zu streamen über BBS fahre ich jetzt gleich zwei, drei Runden. Ein bisschen Musikbegleitung hier. Ich habe mir gedacht, komm, das kannst du doch mal Dienstag mal machen. Ich entschuldige mich für die Verspätung von guter Stunde. Ist leider mir was heute Morgen was dazwischen gekommen, was ich erst machen muss. Deswegen eine Stunde Verspätung, aber das hindert uns ja dann nicht, jetzt hier ein, zwei Runden OMSI fahren zu können. Wir wechseln jetzt erstmal einmal in BBS. Einen wunderschönen guten Morgen auch hier. Hallo, man sieht was. Ich habe gerade aufgefallen, wir müssen disponieren. Das heißt, das machen wir dann jetzt auch mal eben als erstes. Aber ich muss mal eben gucken, die Musik ist laut. Bei mir auf dem Headset, das geht noch nicht. Ich muss die mal eben selbst ein bisschen runterregeln. Ich muss die hier runterregeln und dann regle ich die bei euch wieder leicht hoch. Meine Stimme auch wieder ein bisschen mehr. Top-Einstellung wieder zum Morgen. Die soll auch nur eine kleine Hintergrundbegleitung sein. Ja, BBS, bei mir sieht es so aus. Ich muss mal ganz kurz etwas gucken. Sie könnt hier, ich muss mich kurz... Genau, wieder da. Ihr seht, BBS, meine Einblicke in BBS, das seht ihr jetzt dann mal das erste Mal. Glaube ich, oder zumindest seht ihr sie nicht so oft, weil ich sie nicht so oft zeige, weil ich ja mehr fahre, anstatt dass ich in BBS drin bin. Genau, meine Übersicht. Was sehen wir hier, was machen wir hier? Wir werden jetzt eben disponieren, weil ich habe gerade noch gesehen, dass Dispo offen ist. Zwei ungesehene für nächste Woche. Genau, einmal... Das können wir eben disponieren, 11 bis 13 Uhr. 70 Minuten insgesamt will er fahren. Fährt er Wuppertal. Was ist denn hier die lange? 70 Minuten ist auch nicht so viel. Oder wir schicken ihn einmal das... Bam, bam. Bam. Städte 3, was habe ich denn jetzt gerade ausgewählt? Wuppertal, glaube ich. Wuppertal, das liegt hier. LE. Ne, der fährt die 6, also die 611. Ändern. Wuppertal. G. Raus. Nest. Wie disponiert man? Eigentlich ganz simpel, da ist nichts Wildes dran. Wir sehen halt, wenn die Personen Touren eintragen, sehen wir halt hier nochmal erstmal, wer fahren möchte, gewünschte Dauer. Gewünschte Restdauer, wenn ich schon anfange zu disponieren, vor allen Dingen bei Hamster in unserem Betrieb ist das so, da stehen dann hier dann locker flockig mal 300, 400, 500 Minuten, die du dann disponieren musst und dann siehst du mit Pausen hin und her, inwieweit das schon belegt ist und wie nicht. Deswegen werden wir da jetzt ganz entspannt dann einfach Tour disponieren, suchen uns eine Karte aus, X10, Ruhrgebiet, Hafen City. Ich bin jetzt heute mal für 110, 115, wir haben für Berlin, okay, eine Porno, oh doch, für den X10 müssten wir passende Linien haben. Problem ist, da sind zu wenig Minuten drin. In einzelnen Umläufen haben wir noch was Besseres. Ne. 2, 1, 2 ist Läng, 2 hat längsten. 1, 21. Muss natürlich immer gucken, dass du die Zeit auch so optimal ausfüllst, wie es geht. So eine Stunde ist immer schwierig zu disponieren. Weil du da nie was Passendes hast. Na gut, Ruhrgebiet ist immer massig. Kann auch nochmal 111 fahren, haben wir irgendwas Passendes. Optimal ganz gerne so zwei Touren. Hier sind schon alle die späten Touren. Muss ja Ruhrgebiet fahren. Und hier sehen wir dann halt auch mal die Busse, welche Busse er hat, welche er nicht hat, deswegen. Klient kann ich ja einfach ganz gewahrlos drauf gehen. Was soll er denn fahren? Ich brauche auf jeden Fall einen Gelenkzug für die Linie. Ist in der Woche. GEBO wird passen. Nehmen wir den auch. Disponieren fertig. Also hier steht noch was drin. Ne. Genau. Finanzen, Betrieb, Kartenbetrieb.
zeige ich euch. Ich habe jetzt nicht unbedingt Finanzen, habt ihr jetzt gerade gesehen, das ist auch kein Drama. Wir haben gerade, ist gerade Anfang des Monats wieder, da haben wir ein bisschen wieder bezahlt. Neue Karten, neue Busse, Updates, USB. Touren haben wir hier nicht, erst ab 13.14 Uhr, habe ich nicht unbedingt Bock drauf. Natürlich fahren wir Ruhrgebiet, ist ganz logisch. Ich habe auch auf nichts anderes irgendwie Lust. Wir fahren, mal schauen, eine Runde oder so, mal schauen, ich weiß noch gar nicht, was wir fahren, habe ich mich jetzt gar nicht so... Irgendeine Linie wollte ich mir angucken. Es fängt jetzt an, 11.50 Uhr. Ich wollte irgendeine spezielle Linie fahren. Ich weiß aber nicht mehr welche, Alter. Durchscrollen vielleicht, wenn ich sie sehe. Die wollte ich fahren. Ne, die bin ich vor kurzem noch gefahren, 264. Welche wollte ich denn fahren? Ich bin irgendwo mit einem anderen Bus lang gefahren und habe die Linie gesehen und habe gedacht, oh, die musst du mal wieder fahren. Die bist schon ewig nicht mehr gefahren. Aber Problem ist, ich bin so viel schon ewig nicht mehr gefahren. Man könnte hier mal wieder ein bisschen Meters machen. Mit dem SB29er. Über der Autobahn. Wollen wir mal machen? Fahren ja von Zopp nach GE und können dann einstellen von GE Hauptbahnhof. Wieder weitere andere Linien nehmen. Ich glaube, das machen wir auch. Das klingt 11.20 Uhr. Da haben wir noch satt Zeit. Wenn ich das mal so bemängeln möchte. Das ist ja noch ein bisschen hin. Haben wir noch irgendwas, was wir anders fahren können? Ich weiß halt noch nicht, ob ich zum Moviepark komme. Boyer Straße. Der. Ne. 908. In letzter Zeit auch viel gefahren. Sternrader BF zu Boyer Straße. Fahren wir 263? 46 Minuten? Ja, die fahren wir. Nehmen wir ein Solo? Was nehmen wir? Gelenkzug? Solo? Ach, Solo ist klar. Aber ich tendiere gerade auf. Ob. Was ist das eigentlich für eine? Ach, der SD für die Stadtrundfahrten. Dann ist das der C2. Und das ist der Facelift. Mein Gladbecker C2, doch, ist da. Nehmen wir den mal hier, die 78, mit der Radio Emscher Lippe Werbung. Bin ich auch schon ewig nicht mehr gefahren, sieht man auch. Der hat auch nur 4000 Kilometer. Ah, der ist gerade damit unterwegs. Dann fehlt hier aber trotzdem ein Bus, dann steht der in der Werkstatt. Dann bleibt uns ja eigentlich nur noch der. Ja, müssen wir den nehmen, ist ja nicht das, das Sinne. Haben es das zum letzten Mal gefahren mit der festischen Kommwerbung. Genau, ist keine Autobahnlinie, von daher können wir die auch ganz gemütlich fahren. Sternrade BF um 11.54 Uhr, das heißt dann gute 12 Minuten, dann haben wir noch Zeit. Fehlt mir aktuell, muss ich mich mal drum kümmern. Was zu trinken habe ich mir gemacht. Ein bisschen was Warmes. Genau. Auf geht's. Wir streamen. Wie lange es streamen war, kann ich noch nicht genau sagen. Wenn wir mal gucken. Wie lange ich Lust habe zu fahren. Wenn Omsi mich gleich wieder vollkommen abfuckt, dann kann es auch sein, dass wir gleich einfach schon beenden. Weil dann werde ich nämlich erstmal Satisfactory weiter aufnehmen. Da bin ich nämlich gestern Abend. Habe ich da um 10:30 oder um 11:30 habe ich aufgehört mit 5 Folgen. Schon. Deswegen, da würde ich ganz gerne weitermachen, weil da unheimlich viel zu tun ist und nichts fertig kriegst da. In dem Spiel, das ist echt abartig. Da werde ich auf jeden Fall noch weitermachen, falls Omsi mich gleich abfuckt. Wenn nicht, werden wir auf jeden Fall 2 Touren auf jeden Fall fahren. Genau, also 2 werden wir auf jeden Fall fahren. Wir fahren jetzt die 264, die wir hier fahren wollen. Und dann noch irgendwas. Dann müssen wir mit einer 263 fahren. Ich habe schon vergessen. Mein Gott. Also die werden wir jetzt auf jeden Fall fahren. Und dann gucken wir mal, was der Tag sonst noch so bringt, würde ich sagen. Also ist jetzt nicht so, dass wir da Codierung überlastet. Ich weiß. Ich habe 20 Minuten live und starte jetzt erstmal um. Mein Gott, das muss man was mitkriegen. Manche starten ja schon immerhin um sie. Aber ich weiß, dass mein Omsi
nie so lange braucht zum Starten, von daher ist das auch gar nicht so das Drama. Das Drama, Alter. Ich hatte viel, manche Linien fahre ich ja sehr gut. Vor allem was Solo-Buslinien sind. Deswegen, da brauche ich jetzt gleich safe erstmal ein Navi für. Next Screen habe ich auch gerade noch. Please wait. I have another black screen. Loading all. Ich kann jetzt noch nicht in OMSI reinzuklicken, dass OBS sagt, hallo, ich bin wieder da. Aber dann spielt mir OMSI ab. Deswegen, da müsst ihr dann mal eben ganz kurz warten. Spawn. Gut, OMSI will nicht, nehmen wir das Ding. 263 Farm, habe ich doch gesagt. 263 im Umlauf, Samstag 1 um 11.54 Uhr ab Sternrade. Ebeuer Straße. Gucken wir mal rein. Das lässt sich wohl fahren, glaube ich. Chat machen wir erstmal aus. Wir müssen jetzt mal eben für ein bisschen Wärme sorgen. Steht hier 908. Genau. Ich bin gestern Abend schon. Also, was heißt gestern Abend? Ich bin gestern schon OMSI gefahren. Oder war das vorgestern? Hätte ich mir eh nicht anzeigen lassen. Gestern schon gefahren. Ich meine, ich bin gestern Nachmittag schon mal irgendwie gefahren. Noch mal, oder gestern nach Arbeit. Eine Runde. Weil ich Bock drauf. Ich habe gestern Abend den ganzen Tag aufgenommen. Habe ich Donnerstag gefahren. Mein Gedächtnis ist teilweise so, boah. BBS. Gucken wir mal ganz kurz in den Abrechnungen. Da sehe ich es ja, weil ich letztes Mal gefahren sein sollte. Und ohne Lenkrad geht es ja auch nicht. Ach ne, ich bin vorgestern gefahren. Ich bin am 7. gefahren. Heute ist ja der 9. Ich bin Donnerstag gefahren, genau. Genau, da war was. So, 5 Minuten haben wir noch. Warten wir noch 2-3 Minütchen hier. Bis wir dann vorziehen, Leute einladen und dann abdampfen. Genau, also während der Fahrt werde ich wahrscheinlich nicht so viel labern. Da wird die Musik hauptsächlich einen Teil beitragen. Weil das OMSI da noch nicht lädt, das gefällt mir noch nicht. Um sie mal wieder zu zwingen, dass die was tun. Ich freue mich ja schon wieder, wenn wir Schnee haben. Richtig schön dick Schnee und dann geht's ab hier. Weil Schnee ist immer so zum Jahresende die Herausforderung, finde ich. Oder wenn es dann mal wieder glatt wird oder so. Da freut man sich ja immer so verdruckt drauf. Der Stuhl hörst du mal auf zu knacken hier. Schlimm.
15 Sekunden haben wir am Ende. Springen wir nochmal ein bisschen vor. Ist bereit, 3,5 Minuten haben wir noch. Wann haben wir denn eigentlich Abfahrt? 4 nach. 5 nach, 7 nach. Hat die fährt jetzt erstmal bis zum Zopp. Dann fährt die weiter Passauer Arsche, Arbeitsamt, Bringstraße, knapp. Fährt die nicht noch? Der fährt die gar nicht. Stadion Matthias Stinnes. Und endet dann um 12:40 Uhr Beuer Straße. Und dann werden wir auf jeden Fall noch eine Tour zurückfahren. Um 15 Uhr habe ich einen Termin. Also maximal bis 14:30, 14:45 werden wir live sein. Also das ist das Maximum. Tendiere ich aber noch nicht so drauf. Das ist hier mal warm in dem Bus. Den Gang leider reinkriegen. Jo. Zieh mal vor, oder? Zieh mal vor. Ach, der hat das gleiche Problem mit der Tür wie der Gelenkzug auch. Ja, das ist doch ätzend. Ich weiß gar nicht mal warum. Sascha Pascal steht hier auch gerade. Ich muss mal gucken, ob die Lenkeinstellungen passen. Schon. Fühlte sich. Danke sehr. Ich gebe mich auf Eier. FS normal. FS ermäßig. Kriegen wir schon irgendwie. Hat schon irgendwie was der Bus? Fällt mir. Müsste auch jetzt gleich kommen. 263, die steht auch hier. Und 979 müsste in 22 Minuten wieder zum Zopf fahren. Ah, der kommt jetzt. Oh, jo, was für eine Wiege. Mein Gott, der da war eingeschlagen, Alter. Sein, dass der gleich vorzieht, weil der glaube ich ein paar Sekunden vor mir dran ist. Da war das Problem mit der. Nee. Das war nicht das Problem. Fahr doch real mal im Schnee. Also Carsten, bei uns liegt noch kein Schnee. Also bei uns ist zwar alles grau und nass, aber liegt kein Schnee. Und Omsi ist auch auf Optim auf realistisches Wetter eingestellt, deswegen habe ich mich gerade eh schon gewundert, warum hier Sonne scheint. Weil das Ruhrgebiet ist jetzt nicht so weit von mir weg, dass ich sagen könnte, oh ja, da sieht es anders aus als hier.
Der Wetter ist eh ausgegraut, von daher. Aber mir ist realistisches Wetter eingestellt, also habe ich mich eh gerade schon gewundert, warum hier Sonne ist. Aber das kann sich in Omsi ja gleich noch ändern. Also von daher. Abwarten, Tee trinken. Und ich wohne noch nicht in der Eifel. Viel zu viele Berge. Zack, schon eine Minute Verspätung. Wir sind noch nicht mal von der ersten Haltestelle weg. Sogar Kontakt, mein Gott. Auf geht's. So, ich hoffe mal, dass Omsi keine Probleme macht. Habe ich letzter Zeit Performance-Probleme. Mein Gott. Ist echt nicht wieder feierlich. Vor allem, ich weiß nicht, woran das liegt. Das ist das Lustige. Der einzige Nachteil, am letzten Update fehlen mir halt wieder einige Sachen, wo ich nachdenke. Muss ich meine Omsi-Kopien mal nachschauen, ob ich da noch eben die Datei finde, die fehlen. Weil laut BBS fehlt nur eine Datei, laut Log von Omsi fehlen ein paar mehr. Mal wieder ätzend. Mir gefällt jetzt schon nicht, dass Omsi so schlecht läuft. Also, ich bin gestern oder vorgestern hier, wie gesagt, hier lang gefahren mit dem Gelenkzug. Gar keine Probleme, was FPS angeht. Das jetzt kotzt schon so ein bisschen an. Aber man kommt sogar hier weg, wie das über dem ersten Mal. Nächste Haltestelle. Aua. Mick ist unheimlich empfindlich wieder. Merke ich gerade mal so. Gucken wir es noch mal eben nach. Er steht auf 99%. Weil vor allen Dingen auch OBS unheimlich empfindlich geworden ist. Ich hasse es, wenn sich das alles wieder umstellt und neu macht. Also das ist zum Kotzen. Egal.
2 Minuten Verspätung. Läuft. Die Einstellungen gefallen mir jetzt schon nicht, dass das so empfindlich ist. Audio. Was hat hier piept? Ob es war mein Handy. Das um sie so viel leckt, das hatte ich noch nie, Alter. Das kotzt schon jetzt schon wieder an, Alter. Schauen wir, dass nicht besser wird. Fahren wir nur die eine Linie. Dann werfe ich mal einen Blick in die Lok und gucke mal, was alles so fehlt. Ich habe nämlich gestern Abend mal die Lok kopiert von OMSI, um die gleich zu vergleichen. Da ich jetzt wusste, dass ich heute live gehe und OMSI fahre. Mal zu vergleichen, was wirklich so fehlt in OMSI. Wo OMSI wieder mal rummault. Weil da ist OMSI immer. Deswegen wünschen wir uns alle einen OMSI-Nachfolger. Der jetzt sage ich mal, es muss halt so wie OMSI sein, es muss nur besser laufen. Und ja, 4 GB Patches drin, falls das einer fragt. Muss halt wirklich einfach nur besser laufen. Ah doch, die bin ich auch schon mal gefahren, aber das ist auch wieder ewig her, Alter. Aber 24 Leute, der Bus schon so gut wie zur Hälfte voll, das ist doch gar nicht schlecht. Wir haben leider keinen 15 Meter Bus im Fuhrpark. Das wäre glaube ich auch noch was für mich. Das wäre dann glaube ich so die Creme de la Creme. Da kann gar keiner kommen. Schlau ich bin. Ich schalte zumindest automatisch weiter, so schon mal nicht schlecht.
Panzerblatt verstehen. Bloß keine Kacke jetzt. Linie länger nicht wieder gefahren, dann machen die doch wieder Laune. Also jetzt siehst du, dass das Linien für mich wären, die ich tagtäglich fahren müsste. Und die kann man auf jeden Fall fahren. Musik dabei ist so toll. Nächste Haltestelle, Teutoburger Straße. Mein Gott, von links nach rechts. Kreis. Nächste Haltestelle, Jakobinstraße. Gehen wir gleich noch Zopp anfahren und fragen wir jetzt gleich, wo wir rauskommen beim Zopp. Kann ja gar nicht mehr so weit weg sein, das Haupt. Warte mal ein Sekündchen. Im Bäcker.
Ich weiß gerade noch nicht, wo wir mit der Linie am Zopp rauskommen. Wir fahren ja noch Zopp an um 16 nach. Eins fährt ja auch lang. Boah, die bin ja schon ewig nicht mehr gefahren, Alter. Das merkt man sofort. Dreieinhalb Minuten Verspätung, aber kein Problem. Heideneck. Ja. Mein Gott. Ah, jetzt habe ich sie da auf so Schirm, wo wir rauskommen. Ja, hallo Gedächtnis, guten Morgen. Schon ganz leicht gefragt, wo der rauskommt. Also 5 Minuten bis Top ist machbar, glaube ich. Hallo, Malte. Einen wunderschönen guten Morgen. Obwohl, eher gesagt, Mittag, wir haben ja schon 12. Was macht das Leben so bei euch? So, vielleicht haben wir gleich eine kurze Standzeit. Vielleicht kriegen wir ein bisschen Verspätung raus. Wenn wir nämlich mal ein bisschen auf Real Life schauen würden. Ist ja die Frage, bist du Gladbeck gefahren oder bist du Ruhrgebiet gefahren? Weil es gibt die Karte Gladbeck, also das DLC Gladbeck. Oder das nachfolgende DLC von Gladbeck ist ja Ruhrgebiet. Deswegen, das ist ja die Frage, bist du Gladbeck gefahren oder bist du Ruhrgebiet gefahren? Weil das sind für mich zwei unterschiedliche DLCs. Wenn du das sagst. Das ist der SBR90er. Wie gesagt, das sind halt, wie gesagt, zwei unterschiedliche DLCs, und das ist halt für mich dann was Unterschiedliches. Achso. Gibt es irgendwie einen Unterschied, warum du lieber Gladbeck fährst als Ruhrgebiet? Weil grundsätzlich ist ja
Ruhrgebiet nur die Erweiterung von Gladbeck. Oder einfach nur so, weil ich will oder so. Der Kollege. Da läuft bei dem Ruhrgebiet einfach performance-technisch nicht so gut wie Gladbeck. Kann ja auch sein. Achso, das ist auch eine Option. Also aktuell hast du beides. Gladbeck hast du schon und Ruhrgebiet darfst du eigentlich noch nicht spielen, weil du es eigentlich erst zu Weihnachten kriegst. Achso. Ist auch eine Option auf jeden Fall. Ampel ist jetzt einfach mal grün hier, mein Gott. Zwei von vier. Gut, aber bis Weihnachten ist ja auch nicht mehr so lange. Das sind anderthalb Monate, dann wahrscheinlich ja Weihnachten. Und das geht jetzt wahrscheinlich auch schneller als schnell. Allein der Monat ist ja schon gut wie zur Hälfte. Ein bisschen zügig. Was ist Ruhr auf H2 für eine Erweiterung? Ja, da bin ich jetzt gerade nicht up to date. Also beide zu Gladbeck. Gladbeck und Ruhrgebiet. Weil Ruhrau ist nochmal eine ganz andere Karte. Muss ich mal von außen fahren, aber sie hat unheimlich wenig FPS gerade. Ne, ist ja gar kein Problem. Aber wie gesagt, Ruhrgebiet, also Gladbeck kam vor Ruhrgebiet als Freeware-Version auf den Markt. Also ich habe auch sogar noch die erste Gladbeck-Freeware-Version bei mir auf dem Rechner liegen. Also die kam wirklich als Freeware-Version raus, Gladbeck. Danach haben die es so weit gebracht, dass die Gladbeck als Payware-Version rausgebracht haben. Da gab es auch die Gladbeck-Version zum Free-Download nicht mehr. Da gab es nur noch die Payware-Version. Und nach Gladbeck kam die Erweiterung Ruhrgebiet. Wieder da. Entschuldigung, die Stimmung. Also wie gesagt, es gab erst Gladbeck als Free-Version, dann gab es Gladbeck nur noch als Pay-Version und danach haben die neues DLC gemacht namens Ruhrgebiet. Und die haben welche Fotze steht denn jetzt da vorne, Alter? Gut, ich muss hier hin. Nämlich die. Ich komme ganz aus dem Takt gerade, Alter. Die haben Ruhrgebiet, also die hatten erst Gladbeck als Free-Version auf den Markt gebracht. Dann haben die Gladbeck genommen, also haben die eine Payware-Version aufs Gladbeck gemacht. Nach der Payware-Version von Gladbeck haben die neues DLC gemacht, namens Ruhrgebiet. Und haben alles, was im Payware-Version von Gladbeck war,
mit in Ruhrgebiet reingenommen und haben die Ruhrgebiet-Version, also haben die Ruhrgebiet-Version einfach noch erweitert. Die ist ja riesig geworden, wenn du dir da mal die, wenn du dir da mal das Liniennetz anguckst, ist das wie gesagt ja einfach nur riesig. Ich muss wieder von außen fahren, Alter. Der Zopp mag mich heute auch nicht. Also das nur so für dich zur Info. Also du hättest dir eigentlich das DLC Gladbeck sparen können. Weil es auch fürs DLC Gladbeck meinem Kenntnisstand nach keine DLCs, also keine Patches gibt, keine Aktualisierungen gibt. So dass du eigentlich. Hallo Gamer90, einen wunderschönen guten Mittag. Also hättest du dir eigentlich das DLC Gladbeck schenken können und dir dafür nur das DLC Ruhrgebiet holen sollen, weil du damit auf jeden Fall eigentlich alles hast. So wird mein FPS jetzt hier gleich mal wieder besser, sonst kriegst du gleich Kotzen, Alter. Naja, nicht optimal, aber geht schon wieder. Also wenn du die Möglichkeit hast, das DLC Gladbeck wieder zurückzugeben, würde ich das auf jeden Fall tun, weil diese Investition hat sich aber eindeutig nicht gelohnt. Weil fürs DLC Ruhrgebiet kriegst du ja aktuell noch Patches, wenn es notdürftig ist, und aktuell sind die ja noch dabei, eher schlecht als recht, die Linien auf den aktuellen Stand zu bekommen. Außer den Gladbeck-Bus. Du hast ja bei Steam noch die Möglichkeit, die 2 Stunden Widerrufsfrist zu nutzen. Das heißt, wenn du das Spiel 2 Stunden noch nicht gespielt hast, kannst du es ja wiedergeben. Und das ist in OMSI immer schwierig, weil die teilweise die Game-Stunden von OMSI anrechnen und nicht vom DLC selber. Aber kriegst du den C2 Gladbeck nicht auch noch irgendwie anders? Nee, gar nicht wahr. Hast recht, den kriegst du nur über das Gladbeck-DLC. Hast recht, okay, immer 99. Wenn mir bei mir der Bus nicht ganz angezeigt ist, dann muss ich mal wieder meinen Aerosoft-Launcher starten, der gefühlt einmal pro Jahr oder zweimal pro Jahr gestartet wird, aber auch nur aus dem Grund, weil Aerosoft wieder denkt, will ich nicht. Ja, gerne. Ich habe auch beide, weil ich halt, wie gesagt, mit der Free-Version von Gladbeck angefangen habe, dann habe ich mir die Pay-Version davon geholt und danach habe ich halt mir Ruhrgebiet geholt. Also ich habe auch alles, aber das Recht, wo man jetzt so nachdenkt, da denkt man halt grundsätzlich gar nicht drüber nach, aber jetzt womit wieder, sage ich mal, einfällt, muss ich ja auch jedes Mal, wenn mein Bus wieder, mein Gladbeck hat jetzt wohl Probleme macht, wieder nicht alles angezeigt wird, muss ich mal wieder meinen Aerosoft-Launcher starten. Wo hast du den Bus her? Was hält OMSI vor? Gehe ich ganz spontan davon aus. Malta, mein Gott. Also ich denke mal, also ich glaube auf jeden Fall, dass der was aus Marcells OMSI vor stammt, weil ich daher eigentlich alle DLCs, alle Busse habe. Außer was ich so an Privatumbauten bei mir auf der Platte liegen habe. Aber das ist auch ganz was anderes. Ich habe Teamspeak, ja, ist klar. Aber jetzt, wenn ich live bin, komme ich nicht online. Also ich werde auf jeden Fall jetzt gleich zu Ende streamen. Also ich werde jetzt zu Ende streamen, in Anführungsstrichen. Und danach könnte man sich gegebenenfalls auf Teamspeak treffen. Das ist grundsätzlich möglich. Aber während des Streams auf gar keinen Fall. Du gehst einfach ins Forum. Gehst da in den Reiter Busse. Suchst nach dem Bus, den du haben möchtest. Ach ja, hier war das. Ich habe keine Kollision an, von daher ist mir jetzt gerade egal. Hier fand ich allgemein ein bisschen ätzend. Du gehst einfach ins Marcells OMSI Forum. Dort suchst du dir einen Bus raus, den kannst du dann runterladen, musst dann mal in den Text gucken, wo dann der Download drin steht, und musst den dann halt über den Download-Link downloaden und in OMSI einfügen.
Sicher kann man reden, aber mein Gott, Omsi, halt wieder anstrengend. Grundsätzlich ja, kann man auf jeden Fall reden. Aber bei Steve kann ich das machen, weil den Steve kenne ich. Bei allen anderen nicht, die man nicht kennt, weil es Probleme, sag ich mal, mit den Rechten an euren Stimmen geben könnte und da will ich mich aktuell nicht drauf einlassen. Dass es da zu Problemen kommt, weil das immer mit Arbeit verbunden ist. Weil laut den neuen DSGVO, die sind ja doch etwas härter geworden. Deswegen muss man da nochmal ein bisschen mehr drauf aufpassen. Natürlich, wenn ihr nichts macht und so, das ist gar kein Problem. Und man weiß halt nie, vor allem bei Leuten, die man nicht kennt, wie die das handhaben. Deswegen bin ich da vorsichtig, weil ich natürlich für den Kanal streame, ich mache das für den Kanal, ist klar. Aber dann war, sage ich mal, die Arbeit, die es im Endeffekt ja auch ist, das zu machen, halt im Endeffekt dann alles umsonst. Und das will ich dann ungerne. Ja. Das ist halt typisch Deutschland. Das war halt. Grundsätzlich ist das schon immer so gewesen, nur mit der neuen DSGVO ist das halt schlimmer geworden. Natürlich ist es noch so, wenn man Leute kennt, wenn ich zum Beispiel mit Steve, der hier gerade auch im Chat geschrieben hat, erstmal hallo nochmal an dich, Steve. Grundsätzlich ist das mit Steve gar kein Problem, mit dem könnte ich das machen, weil ich ihn kenne privat. Das heißt, grundsätzlich könnte ich ihn anrufen und könnte das klären, aber bei Leuten, die man nicht kennt, ist das immer schwierig. Weil eigentlich müsste ich es schriftlich von euch haben, dass ich eure Stimme auf YouTube veröffentlichen kann. Das heißt, ich müsste eigentlich ein Schreiben aufsetzen, das ich an euch schicke per Post, was ihr mir unterschreibt, so wo dann drin steht, Person X und X. X gibt für Projekt XYZ die Stimmrechte an euch frei, wenn ihr aufnimmt, um die auf YouTube zu veröffentlichen. Das müsstet ihr mir unterschreiben. Könnt ihr aber nur unterschreiben, wenn ihr 18, also volljährig seid. Wenn ihr minderjährig seid, müssten das eure Eltern unterschreiben, plus eure Wenigkeit. Und das ist ein Aufwand, den ich ungern eingehen möchte, nur mich damit abzusichern. Also das ist, ja, das, also grundsätzlich, das ist halt Deutschland. So müsste ich es eigentlich machen. So müsste ich mich absichern, dass ich im Endeffekt danach nicht dafür, sag ich mal, belangt werden kann. Natürlich habe ich das mit Steve nicht gemacht, ich habe es mit Maurice nicht gemacht, ich habe es mit Adrian nicht gemacht, mit dem ich aufnehme, mit Marcel habe ich es nicht gemacht, wo ich mit aufgenommen habe. Und da sind es noch so ein paar weitere, weil man da sich halt über die Zeit kennt und die... Gut, warte auf die Musik. Ist klar, Steve, das mache ich bei dir auch nicht, weil ich halt dir vertraue. Deswegen haben wir das nie gemacht und werde ich auch nicht machen. Das ist auf jeden Fall bei dir gar kein Problem, aber halt bei allen anderen, die wir in Anführungsstrichen nicht so gut kennen, ist das jedes Mal wieder ein Akt oder wäre es ein Akt, wo ich dann jetzt auch auf dem Samstagmittag, gar nicht die Lust hätte, wenn ich jetzt einfach nur ganz entspannt eine Runde streamen will, weil ich jetzt hier eine Runde um sich fahre. Und sicher ist da klar, Steve, dass wir das bei dir nicht benötigen. Weil grundsätzlich unser Kanal ist laut Richtlinien von YouTube top. Also, Carsten, saßt du schon mal bei mir im Stream? Ich wüsste nicht, dass wir schon mal im Stream oder bei Aufnahmen gesprochen haben zusammen. Vor allem, ich kann euch jetzt auch nicht sagen, wen ich vertraue und wen nicht. Das sage ich jetzt hier nicht öffentlich. Das würde ich halt für mich selbst abstimmen. Mein Gott, du kommst hier wieder an Wege lang, Alter, wo du seltenst gefahren bist.
Nur mal für euch so grob die Erklärung, warum, wieso, weshalb das so aufwendig ist. Weil halt, wie gesagt, unser Kanal, also YouTube, rechte technisch einwandfrei ist. Wir haben keine oder sehr geringe Verstöße. Was das angeht, das sind, glaube ich, 3 Musikverstöße, die aber nicht geahndet worden sind, weil einfach dafür die Videos monetarisiert worden sind für diejenigen, die die Soundtracks beinhalten. Also da im Gegensatz zu uns halt nichts gemacht. Ja, Malte, du bist jetzt im Forum. Dann müsstest du ein bisschen runterscrollen und irgendwo steht OMSI 2 und dann müssten da drunter so kleine Unterreiter sein. Wo steht Busse, wo steht reelle Karten, fiktive Karten, dann müsstest du einfach auf den Reiter Busse gehen und dann müsstest du da halt mal einen Bus aussuchen, den du gerne haben möchtest. Und den müsstest du dann einfach runterladen, dann downloadet er dir es in einer WinRAR oder in einer 7-Zip-Datei, was immer noch das gleiche ist. New Bus oder so heißt es genau. Ich kann gerade jetzt selber nicht nachgucken, weil ich ja gerade fahre. Das ist auch grundsätzlich, es gibt genug Tutorials auf YouTube, die das zeigen. Ich weiß gar nicht, ob wir dazu ein Video gemacht haben, das aber wenn auch schon. Genau, geh auf die Busse, dann siehst du halt dort alle Busse, die im Forum hinterlegt sind. Dann musst du halt mal eins ausruhen, welches du gerne haben möchtest. Wer hat denn von euch das neue DLC Köln? Hat das schon einer von euch? Will das sich einer holen? Hat einer schon was davon gesehen? Ich habe gestern kurz in einen Livestream von einem reingeguckt und habe gedacht, oh Mann, was für eine Katastrophe. Hat das von euch schon einer? Will es sich einer holen? Interessiert es einen? Ja, also so ging es mir auch, als wir den Preis gesehen hatten, hat man sich dann mal den Kopf zusammengeschlagen. Ja, wie gesagt, Day kein Bedarf, sehe ich auch so. Ich habe gestern ganz kurz, A, ist es viel zu teuer, B, was man sieht, ist scheiße und C, ich würde sagen, 15 Euro ist eher angebracht, dann könnte man sich mal überlegen. Aber ich glaube, für 15 Euro würde ich es mir auch nicht machen. Dafür reizt es mich nicht. Du hast eine Linie, ein Bus und eine schlechte Karte, in Anführungsstrichen. Also, wo ich mir dann denke, dafür 30 Euro zu verlangen, ne, das ist es nicht wert. Wenn es irgendwann mal in Steam im Sale ist, für keine Ahnung, vielleicht für einen 10er oder so, dann bin ich dafür doch bereit, wohl mal Geld auszugeben, weil ich ja doch ganz gerne alle DLCs von OMSI haben möchte. Deswegen, wenn sie mal dann da sind und im Sale sind, dann hole ich mir auch mal DLC. Genauso wie das X10 DLC. Ja, aber das ist gesagt, also dafür muss es halt billiger sein. Oder wenn ich irgendwo einen Key kriege umsonst, dann nehme ich den natürlich auch. Gar keine Frage. Dann werde ich es auch fahren, dann werde ich es auch let's playen, dann werde ich mir das persönlich im Video angucken. Aber es ist genauso wie X10. Ich will jetzt DLCs von OMSI zwar alle haben, aber X10 fahre ich nicht. Die einzige Karte, die sich bisher für 30 Euro
gereizt ist halt Ruhrgebiet, weil ich habe 1400 Stunden in Omsi oder knappe 1500 aktuell. Und die meiste Zeit bin ich da von Ruhrgebiet gefahren. Also das ist halt so eine Sache, reizt mich so gar nicht. So, also das muss halt besser von der Kartenqualität werden. Der Bus ist einfach eine Kopie des Palma-Busses, leicht umgemoddet. Aber grundsätzlich die Busse, die Karte mitbringen, der Bus, der mit der Karte mitgeliefert wird, fährt in dem Betrieb schon gar nicht mehr oder nur noch sehr vereinzelt. Wo ich dann auch denke, das Lustige ist, Ruhrgebiet und Köln würden von der Entfernung, bei mir liegt das alles zusammen, also das ist von meinem Wohnort aus keine Entfernung. Also es liegt grundsätzlich nebeneinander, aber einfach wenn du dir mal die Qualität und den Umfang, den du für Ruhrgebiet gekriegt hast, für den Preis anguckst im Vergleich zu im Vergleich zu Köln, ist das doch ein meilenweiter Unterschied. Wenn du dir mal anguckst, na klar ist, wenn du dir Gladbeck geholt hast, hast du für Gladbeck 30 Euro ausgegeben und für Ruhrgebiet 30 Euro ausgegeben. Liegst du grundsätzlich bei 60 Euro für Ruhrgebiet. Wenn man das jetzt mal so pauschal sagen möchte. Aber die 60 Euro in Ruhrgebiet sind es mir auch wert. Also wenn man sich das mal anguckt. Du hast in Ruhrgebiet wie viele Linien? Also so einige. Also keine Ahnung, 20 Linien oder was Ruhrgebiet aktuell alles hat. Plus den Streckennetz, die Fahrzeit, die Größe, den Bus. Der Solaris V4, der mitgeliefert wurde. Schmuckstück, ganz ehrlich. Also, ich fahre den zwar unheimlich gerne, weil ich den nicht... Also, ich fahre den unheimlich ungern, weil ich den nicht gerne fahre. Was für ein Wortspiel, Alter. Der ist aber grundsätzlich, wenn du den fahren möchtest, ist der gut. Aber guck dir doch mal den Abklatsch von Köln an. Diese billige Kopie vom Palma-Bus. Den hatten sie irgendwo auf der Platte liegen. Haben gedacht, oh komm, den nehmen wir. Der fuhr zwar letztes Jahr noch. Dann nehmen wir den, machen wir ein neues Repaint drauf, bauen innen drin ein bisschen was und dann ist der fertig. Also dann weiß ich gar nicht, dass diese Freeware-Modder... Weiß ich nicht, das ist für mich, diese Köln-Karte ist für mich ist ein richtiger Abklatsch. Also ist ein richtiges Geld-DLC. Als würde man jetzt nochmal Geld brauchen, um wieder irgendwas auf die Beine zu stellen. Also, weiß ich nicht. Und dafür dann 30 Euro zu verlangen, weiß ich nicht, dass man dafür... weiß ich nicht. Das DLC, was mich noch interessiert, ist Düsseldorf. Dankeschön. Dann vom TML Studios The Bus und Transport Fever 2 für dieses Jahr. Und dann ist das Jahr auch wieder. Gar kein Problem, Feuerwehr geht vor, alles top, kenne ich. Wünsche dir viel Spaß dabei. Und vielleicht hört man sich nächstes Mal irgendwann wieder. Gar kein Problem. Genau, Düsseldorf ist noch was mich wirklich, wie gesagt, interessiert. Da muss man aber auch nochmal gucken, wie es sich anhört. Eine Linie, eine Karte, Preis ist noch nicht bekannt. Jedenfalls habe ich sie gerade nicht auf dem Schirm. Nein, ich bin grundsätzlich nicht bei der Feuerwehr. Ich habe mit den Hilfsorganisationen nichts zu tun im Real Life. Ich bin aber in einem Projekt im Internet, wo ich mit Hilfsorganisationen was zu tun habe. Findet man, wenn man sucht, aber auch unseren YouTube-Kanal, weil dazu ein Video existiert. Wenn du dazu mehr wissen möchtest, darfst du mir gerne mal eine Mail schreiben oder eine PN auf YouTube, dann kann ich dir genau sagen, was ich damit meine. Dann schicke ich dir das Link, das Video dazu. Dann weißt du, wie ich da drin verwurzelt bin und was ich damit zu tun habe. Im Real Life damit nichts zu tun, aber im Internet doch etwas. Auf geht's auf die letzten paar Meters, würde ich mal sagen. Die werden noch fahren, dann ist für mich jetzt auch gleich Feierabend. Das reicht für mich jetzt erstmal wieder mit Omsi. Ich werde mir dann jetzt mal die Lok angucken und gucken, dass ich Omsi wieder ein paar mehr FPS rauskitzeln kann. Also das ist ja am Zop und so weiter wieder... Jo. Wie gesagt, wäre es dann für mich da wieder. Ich werde jetzt hier noch die Fahrt zu Ende machen.
Gucken wir uns mal die Abrechnung an und dann. Boah, ich bin pünktlich. Ein Gott. Aber wir haben jetzt schon 40. Ich spule jetzt einfach mal wieder eine Minute vor, weil wir grundsätzlich jetzt schon 12.40 Uhr haben. Aber dann werde ich mich dann ein bisschen was aufnehmen, bevor ich um 15 Uhr zu meinem Termin muss. Ein bisschen was fertig machen. Gegebenenfalls dann gleich, wenn ich nach dem Aufnehmen nochmal um sie mir angucken. Oder ich scroll gleich schon mal so durch die Lok, um zu gucken, was wieder Phase ist. Und was da so fehlt und ob ich das irgendwo finde. Genau. Aber wie gesagt, so an Köln habe ich, wie gesagt, Video gesehen und habe gedacht, ne, das kann es irgendwie nicht sein. So, also ich habe wirklich auch durch diese Stunde Fahrt, habe ich nur durchgeskippt. Habe ich mir nicht komplett angeguckt. Vielleicht habe ich auch die guten Stellen übersehen. Ich habe auch ein paar gute Stellen gesehen. Was ich ja so mag, ist eng, mit dem Gelenkzug, enge Stellen. Liebe ich. Könnte ich den ganzen Tag fahren, in Anführungsstrichen. Wo richtig eng ist, wo richtig geil zu fahren ist, könnte ich, wie gesagt, den ganzen Tag machen. Was steht die Fotze denn da jetzt hier mitten oben? Also, das gibt's doch rar noch. Messe. Fährt der Penner da jetzt noch weg oder fahren wir da jetzt noch weg? Wir fahren da durch, scheißegal. Hoffentlich keine Colli, ne, top. So, das heißt, wir sind jetzt am Ende angekommen. Bei der Straße. Das heißt, wir sind jetzt gleich am Ende angekommen. Das heißt, ich bedanke mich schon mal eigentlich bei euch ganz herzlich fürs Zuschauen. Und wann es die nächste Livestream geben wird, keine Ahnung. Muss ich ganz ehrlich gucken, was noch so ansteht bei mir am Wochenende. Bin ich noch nicht up to date, wenn ich ganz ehrlich bin. Aber ich denke. Kurz Strecken und Recken, aber gut, wieder eine Stunde 20 live gewesen jetzt. Von daher denke ich mal wieder eine Tour gefahren, die ich nicht so aktiv fahre. Ich denke, das könnte man mal in Livestreams wirklich verfolgen, dass ich Touren fahre, die ich nicht aktiv fahre, weil wenn ich privat fahre, fahre ich die Touren, die ich gerne fahre. Das sind aber dann eigentlich nur Linien, wo ich mal so im doch kein Stück auf, die ich eigentlich mit dem Solo, mit dem Gelenkzug bewältige, also SBS-Linien eigentlich hauptsächlich, 267, SB19, 16, 19 gibt es gar nicht, mein Gott. Gucken wir uns einfach die Abrechnung an, die müsstet ihr ja jetzt auch sehen, mein Gott. Haltestellen hatten wir 37, 5 verspätet, gar nicht so schlecht, 660. Verkehrsunfall, fehl schwer, Fahrerflucht, Fußgänger gar nicht. Gefahrene Strecke, wie lang war die wohl? 11,5 Kilometer, 17 Euro, 6,6 Tausend Punkte. Also mehr Tickets ihr verkauft, umso mehr Punkte gibt es im Endeffekt auch. Fahrgastkomfort 90%, Fahrscheinverkauf, Fahrstil 100. War vielleicht ein bisschen warm und ein bisschen kalt zwischendurch. Gesamtbewertung sehr gut, 2.131. Plus Bonus, Abzüge und so weiter liegen wir bei 1,8. Das finde ich wieder ganz gut für mich. Der Kontostand sieht auch eigentlich so ganz, ganz, ganz gut aus. Genau, das war es von meiner Seite aus für OMSI 2 in diesem Moment. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann im Laufe der kommenden Woche, denke ich, nochmal wieder hier. Ui, ich stehe mitten im Bus. Nee, gar nicht. Raus. Mein Gott.
Wir sehen uns dann in der kommenden Woche wieder hier zu einer weiteren Folge OMSI. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch fürs Zuschauen. Ich denke mal nächste Wochenende. Muss mal ganz kurz eben, ich werfe noch einen Blick in den Kalender für euch, wie das aussieht für nächste Woche. Essplane. Nächste Woche könnte auch sein, dass ich. Muss man ganz kurz gucken. Nächste Woche könnte auch passieren, dass ich gegen Mittag streame. Ja, ich denke schon. Könnte sein, dass wir so die Zeit haben jetzt, weil ich habe auch wieder gegen 15 Uhr bis abends 18 Uhr Termine am Samstag. Sonntag auch. Müssen wir mal gucken. Also nächste Woche auf jeden Fall auch. Vielleicht morgen schon mal wieder noch so ein Stündchen gegen eine Mittagszeit. Vielleicht, das entscheide ich aber eher spontan. Das werdet ihr dann einfach sehen, wenn ich live gehe. Bedanke mich bei euch erstmal ganz herzlich fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen wieder. Ich lasse euch jetzt noch mal ganz kurz ein bisschen Musik abspielen hier. Bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Wir sehen uns bald wieder im weiteren Projekt. Bis dann.